Okay, neuer Part, weil der letzte Part war 19 Minuten lang und ich wollte nicht den Part zu lang machen. Roxas Tagebuch hatte was bekommen. Axel und ich haben eine Mission in Twilighton erledigt. Danach haben wir wieder ein Eis auf dem Uhrenturm gegessen. Er meinte, Freunde würden es sowas tun oder miteinander lachen. Heißt das, wir beide sind Freunde? Ja, ihr seid Freunde. Ach ja, ich wollte das ja ausrüsten, was wir jetzt vor kurzem bekommen haben. Blocken. Wie war Purzelbaum wieder? Achso, das brauche ich auch demnächst. Leuchtsplitter. Ich könnte ein paar Potions gebrauchen. Weil die nächste Mission, also man kann jetzt gleich was machen, aber ich zeige euch das eher mal. Okay, 6 Stück reichen. Jetzt rede ich mal mit den Leuten hier. Oder mit ihr erstmal. Okay, sie will nicht reden. Ja, ich komme immer durcheinander mit den Knöpfen hier. Okay. Malusia. Nummer 13, Roxas. Hier, nimm das. Setz es ein, wie du willst. Ether halten. Ich wurde gerade irgendwie zur Seite geschubst. Schon wieder. Deine Arbeit ist um einiges besser geworden. Ehrfurcht erweckend. Bitte nimm das hier. Allheilmittel, okay. Und du, Biatch. Stimmt es, dass du langsam dazu lernst? Vielleicht sollten wir dich... Ach, egal. All das, Luxot. Wir alle brauchen ab und zu mal eine Pause. Da hast du recht, da hast du recht. Roxas, ich habe eine Handvoll Missionen für dich. Einige sind verpflichtend, aber du bestimmst trotzdem selbst, wie viel du arbeitest. Die Reihenfolge kannst du auch selbst bestimmen. Fange mit den Missionen an, die dir am leichtesten erscheinen. Oder am schwierigsten. So, jetzt haben wir eine Handvoll Missionen ja bekommen, hat er ja gerade erzählt. Also, wie ihr seht, die Missionen, die ein Schlüsselschwert haben, heißt, da geht's mit der Story weiter. Und die keine haben, da kann man einfach was machen. Dieses Mal schätzen wir anhand deiner Kampffähigkeiten ein, wie gut du für zukünftige Missionen geeignet bist. Beweise deine Ausdauer, indem du eine Minute im Arena im Schloss überlebst. Kämpfe und fliehe. Aber was du immer auch tust, tu es schnell. Du wirst schnell feststellen, wie wichtig Purzelbäume für dich sind. Ach so. Ja. Okay, das wird eine schwierige Mission. Okay. Oh. Warte mal. Ach, jetzt sehe ich das jetzt schon. Nein! Verdammt! Ich hasse das. Fortsetzen. Ich will das schaffen, das ist schwer. Ich fliehe jetzt die ganze Zeit nur. Das war eine Möglichkeit zu gewinnen. Okay. Okay. Verdammt! Okay, sehen wir uns das mal an. Auch Profi ist viel, viel schwieriger. Okay. Hallo? Ach, verdammt, Mann. Ich muss erstmal mit der Steuerung wieder klarkommen. Ich hasse diese Gegner. Mann, oh Mann. Ey, das Profi ist das viel schwieriger. Ich hab doch gerade Schutz gemacht. Hä?
Ach so. Ich habe hier zwei Probleme, die Gegner und mein Steuerungsproblem. Ach so, okay. Wollt ihr mich gerade natzen? Hast du Probleme? Nimm doch die Gegner-Profil-Menü zur Hilfe. Jetzt kommt die Hilfe, weil die denken, ich bin zu dumm dafür. Okay. Okay. Okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, Mann, leck mich. Fortsetzen. Ihr wollt mich doch natzen, verdammte Scheiße nochmal. Wartet. Okay. Ja, Mann. Geschafft. Mann. Boah, diese Mission ist eigentlich die schwerste, wenn man das bedenkt, dass man auf Profi das machen soll. Wie viele Versuche habe ich dafür gebraucht, weiß ich nicht mehr. Wie läuft die Arbeit? Alles okay? Nein, ganz und gar nicht. Ja, kann mich nicht beklagen. Das ist gut. Du kannst dich nicht beklagen, aber ich kann mich beklagen. Okay. Tag 16. Nichts Besonderes an diesem Tag. Okay, wir haben eine Stufe dazu bekommen. Ja, man muss hier Stufen machen, um zu leveln. So. Ach komm, das reicht. Geben wir auch nochmal welche Sachen, oder? Hätten wir das doch früher getroffen, glaubst du? Ich hätte dich gut gebrauchen können. Was soll das heißen? Ich hoffe, du bringst uns weiter so gute Arbeit. Ja.
Du solltest nie unvorbereitet auf eine Mission gehen. Deswegen habe ich die Potion gemacht. Okay, 7 Schätze. Sammle Herzen. Besiege gemeinsam mit Malusia Herzlose in Toilette. Achso, nehme ich vorhin als Code in 8. Tut das Ende der Sammlung, ja. Deswegen wurde ein Schwungmetzler-Gesicht. Nimm dich von diesen mächtigen Gegnern besonders Macht. Diese Schwungmetzler werdet ihr noch kennenlernen. Die werdet ihr noch kennenlernen. Das ist eine eklige Gegnersorte. Okay. Dich lasse ich in Ruhe, dich brauche ich nicht zu töten. Oder ich töte dich trotzdem, weil sonst dann gehen die Slowdowns auch weg. Okay. Wo war die Gegnersorte nochmal? Was wollt ihr eigentlich hier? Okay, das haben wir dann auch. Zwei von den 7 Schätzen haben wir schon gefunden. Das noch eins. Okay, nehmen wir den mal mit. Komm, Malusia, greif mal an. So, danke. Und, kommt noch was? Kommt noch was? Ach, 2 Schattenbrüche. Wenn ich das auf Profi durchgezockt habe, bin ich der Heftigste. Bin ich echt der Heftigste. Das war echt einmal auf Profi durchzocken. Feuerrezept. Damit kann man Feuer lernen. Das Rezept wird später erklärt, wo man das gebrauchen kann. Der Vollständigkeit halber tue ich alles hier. Und hier wird auch... Ach, das werde ich da sowieso sehen. Ihr werdet schon sehen. Ihr werdet es schon sehen. Okay. Also die anderen 2 Schätze sind dann im Wald drin. Ja, wie ihr seht, können wir in den Wald jetzt. Wo kommt... Okay, von wo kommt die alle jetzt? Porosplitter. Okay. In den Wald. Hier gibt es auch Herzlose, aber Schattenlose nur. Um die kümmere ich mich jetzt nicht, weil jetzt kommt was Beschissenes. Okay, ich muss mich wieder mit der klarkommen mit der Steuerung. Warte mal. Wieso mache ich eigentlich das da? Ich habe eine Idee, wie ich das jetzt erledigen werde. Komm, greif mich mal an. Oder er greift. So. Verdammt, wieder mit der Steuerung Probleme. Komm. Mission erledigt. Und es gibt noch mehr. Ja, hier steht. Man sieht ja unten, dass da noch was ist. Ja, das werden wir jetzt mal töten. Das werden wir jetzt mal töten. Ach, dieser Gegner ist so ekelig. Warte mal, mir fehlen noch 2 Schatztruhen. Sind die nicht hier? Nein, sind die nicht. Warte, wo? Achso, dann weiß ich, wo die sind. Ich weiß schon, wo das ist, keine Sorge. Komm, komm, komm. Und hier rein. Jetzt steht da unten eine Meldung. Oder oben, Vorsicht, ein mächtiger Gegner ist in der Nähe. Nicht er, nicht der Schattendurch ist der mächtige Gegner. Der Gegner ist da drin. Da ist er ja. My friend, was machst du denn da? Der wird etwas dauern. Ja, man sieht's. Der tötet mich mit einem Schlag, der Wichser. Okay, ich muss besser aufpassen. Ich muss besser aufpassen. Ich muss vorsichtig bei dem kämpfen. Okay. Ich glaube, ich mache die Taktik, die ich immer früher benutze bei ihm. Greifst du an?
Warte, ja, jetzt hat er blockiert, jetzt wird er angreifen. Hallo, greifst du an? Ja, greif ruhig ihn an, ich habe kein Problem damit. Ich hau ab. Okay. Ah, jetzt kommt der. Was hier? Malusha, greif ihn an. Greif ihn einfach an. Das ist deine Sache, nicht meine. Okay, Feuer bringt mir nichts. Nur physische Attacken. Das sieht gerade so stumpf aus, aber es ist so. Man kann auch später gegen ihn kämpfen, wenn man will, aber ich greife ihn jetzt an. Und muss es später nicht mal machen. Ich glaube, mit Einschlag könnte er mich locker umbringen, oder? Und jedes Mal, wenn er angreift, zieht er uns Leben ab. Malusha, danke schön, dass du mich heilst. Obwohl du mehr die Heilung brauchst. Greifst du an? Okay, er hat blockiert, er greift jetzt wieder an. Eben hat er ihn als Ziel aufgenommen. Nein, nein, nein. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen, wie du mich jetzt gleich angreifen willst. Oder ihn eher. Wir haben bisher zwei Balkenbeinen abgezogen. Scheiße, Kamera für. Digga, man, lass nicht so viel Leben bei dir abziehen. So. Ich hau ab. Wieso funktioniert keine Magie eigentlich bei ihm? Wegen seiner Rüstung oder was? Ich hau ab. Ich wusste es doch. Ach Mann, oh Mann. Ich weiß noch, als ich gegen ihn zum ersten Mal gekämpft habe. Ich dachte nur, what the fuck? Was wollt ihr mit diesem Gegnersorte hier? Die gibt's noch in schwieriger Form. Die gibt's noch schwieriger. Ich verstehe aber nicht, warum die lieber Kingdom Hearts 1 oder 2 aufgetaucht sind. Das wäre eigentlich schon geil, wenn man gegen solche kämpfen könnte. Und haben wir die vierte Leiste auch weg. Ja. Okay, jetzt kommt er wieder mit seinen komischen Kreiselattacke hier. So. Ah, jetzt macht er wieder. Wie viel Leben hat er wieder dazu bekommen, verdammt. Gut so, Malusha, gut so. Immer schön weiter blocken. Ich könnte eigentlich auch blocken, aber bei meiner Blockreaktion würde ich mal denken, dass er es nicht schaffen werde. Ja, schon. Okay, er ist bald tot. Wir hätten auch ihn einfach auslassen können, wir müssten nicht gegen ihn kämpfen. Alles ist freiwillig. Dachtest wohl, du kannst mich ja treffen. Ja, wo ist der? Achso, da. Oder so weit nach hinten geschubst, oder? Ja, komm nicht so nah, verdammt. Ich mag es nicht. Ich mag den ganzen gar nicht. Ach, ich bin genau in die Attacke reingelaufen. Ich bin ja so ein... Okay, jetzt kommt er wieder. Dankeschön. Ich muss mich mit der Steuerung wieder klarkommen hier. Das war knapp. Das war verdammt nochmal knapp. Wenn mich getroffen hätte, wäre ich weg. Ja, schrei nicht so, Malusha. Du bist nicht der Einzige, der hier umkämpfen muss. Komm.
Nein! Verdammt! Wie viel Leben hat er? Ich hoffe, eins oder... Hat er wieder komplett? Ich mag dich nicht. Okay, wir sehen uns, wenn er wieder weniger hat. Also bis gleich. So, Leute. Zehnmal irgendwie bei dem Wichser gestorben, aber naja, jetzt hab ich ihn gleich. Komm, mach dein komische... Ja, ich hab dich. Und weg mit dir. Ekliges, verdammtes Monster. Ach, boah, wie oft ich da bei dem gestorben bin. Man sieht den Unterschied. Bei Profi hatte ich... Bei Normal hatte ich keine Probleme. Okay. Warte mal, wie kam ich? Ach so. Pyrosplitter ist da drin, aber... Warte mal, wie kann ich... Ach so, so. Pyrosplitter. Ich muss mich wieder dran gewöhnen. Pyrosplitter. Ja, nein, Potion meine ich. Potion. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Warte, wo ist das schwarze? Achso, das schwarze Loch ist da in der Nähe. Okay, hier. Hallo, kommst du? Ah, oh, da ist er, ja. Boah, hat echt lange genug gedauert. Zu lang. Oh, die chillen wieder mit Eis. Ja, ich höre wieder Krähen. Okay. Axel, was sollen diese Blicke hier? Sowas gehört sich nicht in so einem Kinderspiel. Mm-mm. Okay, High Potion erhalten. Tag 17. Ach, der weiße Bildschirm ist sowieso normal. Ist nicht so schlimm. Okay, geben die mir jetzt auch irgendwas? Oder seid ihr so unfreundlich wie immer? Ja, okay. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.